Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karam jagt nun Tag und Nacht nach ihm. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren an. Er hat die Mumien, sie schützen ab durch neue Gestalt. Er hat die Mumien in San Franciscos Buchverein. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Schon tausende von Jahren, alle hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht. Alle hat die Mumien, da der Golden Gate bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn sie wissen Bescheid, die Tamiselei. Was ist passiert? Kimas, mein lieber Sohn, ich heiße dich in der Welt der Lebenden willkommen und freue mich. Ich hab gesagt, geh zur Seite, mein Junge. Du hast aber nicht bitte gesagt. Ich gehe mit dir woanders hin, so lange, bis wir sicher sind, dass uns von Scarab und Arak keine Gefahr mehr droht. Erst dann können wir dich zu Hause willkommen heißen. Ich fürchte weder Scarab noch Arak und ich brauche dich auch nicht als Kindermädchen, Onkel. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich habe jetzt mit Kimas eine zweite Chance, alles wieder gut zu machen. Mit ihm habe ich wieder eine Familie. Soll ich das wirklich erneut für meinen Prinzen aufgeben? Ob ich jemals von meiner Pflicht erlöst werde? Oh, beruhige dich, alter Mann. Das vorhin war doch nur gespielt, um Amon und Nefertina zu überzeugen, dass ich auf ihrer Seite stehe. Wenn mir Jakal und die anderen erst einmal richtig vertrauen, dann können wir sie vernichten. Junger Mann, mir gefällt, wie du darüber denkst. Das waren die letzten. Unterschreiben Sie. Gut, dass wir diese Ausstellung loswerden. Das Museum hätte sie nicht noch eine Woche überstanden. Ja, seit wir sie bekamen, hatten wir nichts als Ärger. Museumstransporte. Oh-oh. Mom sagte, dass sie die Kimas-Ausstellung wegschicken. Das muss sie sein. Ich hoffe, die Mumien wissen das. Hey Leute, ich habe gerade einen Lastwagen wegfahren sehen und... Störe uns jetzt bitte nicht, mein Prinz. Ich muss hier dringend weitersuchen. Aber, Ja, einen Moment. Das wäre doch gelacht. Ha, ich habe gewusst, dass ich es finde. Wir können Arak wirklich aufhalten? Arak wird von seinem Skorpion-Amulett geschützt. Zerstört man es, wird seine Skorpion-Rüstung durch das westliche Tor zurückgeschickt. Und Arak dann mit ihr. Und zwar für immer. Ich hab's neulich Abend in der Ausstellung gesehen. Darf ich jetzt vielleicht auch mal was sagen? Die Ausstellung ist weg. Sie wurde verladen. Hey, wartet doch auf mich. Mit der Kraft des Herrn! Was machen Sie da nun, schönes Jim? Kauf einen Hieroglyphen. Kimas Freundchen, räum lieber diese Unordnung auf. Das wird Scarab nicht gefallen. Hab ich ne Angst. Au, das tut meinen Zähnen weh. Das werde ich dir heimzahlen. Danke für das Aufwärmen des Burritos. Was ist das für eine Unordnung? Das war Kimas. Es ist alles ganz allein seine Schuld. Ich habe ihn gewarnt. Egal. Du räumst es auf, Eka. Ich? Aber ich habe doch gar nichts... Sei still. Nun zu dir, Kimas. Mach dich bereit. Denn die Stunde ist gekommen, um Jakal zu vernichten. Können wir nicht das Ende der Bonusrunde abwarten? Was hast du, Vater? Grabflechte? Ich habe mein Skorpion-Amulett verloren. Siehst du es da drin vielleicht, Eka? Igitt. 3500 Jahre alter Körpergeruch.
Du hast dein Skorpion-Amulett verloren. Es schützt doch deine Kraft. Ich weiß, ich weiß. Wenn es die Mumien in die Finger kriegen... Dann habe ich große Probleme. Das Amulett muss im Museum sein. Schnell! Kann ich mitkommen? Nein, Kimas. Die Mumien dürfen dich nicht mit uns zusammen sehen. Sie denken immer noch, dass du ihr Freund bist. Dummköpfe. Hey, bringt mir eine Pizza mit, ja? Neben ihn, Jackal. Ich werde den Wagen entern und Arx Skorpion-Amulett finden. Ich spüre nämlich seine Magie. Moment, Ras. Und jetzt hoch mit dir. Schneller, wir müssen den Mumien zuvorkommen. Sei still. Ich weiß, was ich tue. Das ist Garab. Mann, die Karre zischt ja richtig ab! Ich folge dem Hubschrauber. Sieh mal an, wir haben Gesellschaft. Ich werde mich um Jackal kümmern. Wie oft hat der Schabti diese wirbelnde Heuschrecke geflogen? Diesmal mitgerechnet. Einmal. So einfach geht das nicht, Scarab. Lass niemals einen alten Mann einen Mumienauftrag erledigen. Komisches Wetter haben wir. Bewölkt mit örtlichen Schabti-Schauern. Irgendjemand muss dieses Ding ja fliegen, dann mache ich es. Dieser Container ist nicht groß genug für uns beide. Da! Was? Nein! Ich erreiche ihn nicht rechtzeitig. Ras, nein! Naja, ich habe schon einmal den Tod gefunden. Wenigstens weiß ich, wie es gemacht wird. Anhalter gefällig? Ich muss schon sagen, du hast ganz schön lange gebraucht. Na, du kennst ja den Autobahnverkehr. So ein Krach. Ich höre die Zauberkiste gar nicht mehr. Warum lernst du nicht das Fliegen? Versuch du das mal ohne Hände zu machen, Arak. Habt ihr etwa die Pizza vergessen? Ich konnte dem Hubschrauber nicht mehr folgen. Dann haben wir das Skorpion-Amulett verloren. Und unsere Chance, Arak loszuwerden. Es gibt da jemanden, der es sich beschaffen könnte. Kimas. Und du hast mich für unordentlich gehalten. Diesmal kannst du Heka die Schuld geben. Ich wollte sowieso mal ein Dachfenster einbauen lassen. Wo ist Arak? Hier! Vater, bist du verletzt? Nur mein Stolz, würde ich sagen. Dafür wird Jackal bitter büßen. Aber wir haben gewonnen. Ich habe mein Skorpion-Amulett wiedergefunden. Ausgezeichnet. Jetzt ist die Zeit gekommen, Jackal in eine Falle zu locken. Gut. Ich war schon in Gräbern, in denen mehr los gewesen ist. Legen wir los. Kimas sagte, wenn wir ihn mal brauchen, könnten wir hier Kontakt aufnehmen. Das könnte auch gut eine Falle sein. Wir können Kimas vertrauen. Er hat es uns bereits bewiesen, als er uns gegen Scarab geholfen hat. Wann wirst du an ihn glauben, Ras? Erst, wenn er es auch endgültig mir beweist. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir uns auch 2 Dutzend Beefy-Burger holen, Freunde. Denkst du vielleicht mal an was anderes als ans Essen? Nein, wenn ich's recht überlege, nicht.
Kommt schon, Leute. Können wir uns jetzt bitte was zu essen holen? Bitte, bitte, bitte. Ich sterbe vor Hunger und kann die Beefy Burger schon riechen. Sind die das etwa, Amon? Und ich dachte schon, beim Rennrad läuft irgendwo Öl aus. Also schön. Da Kimas noch nicht hier ist, fahr an das Ausgabefenster heran. Wir hätten gern 5 doppelte Beefy Burger mit Käse. Nur 5? Und was wollt ihr dann essen, hä? Willkommen bei Beefy Burger. Hier Ihre Bestellung. Kimas! Wir brauchen Arax Skorpion-Amulett. Gar kein Problem. Möchtet ihr Pommes frites dazu? Einen Moment, ja? Ich kann euch vielleicht helfen. Treffen wir uns morgen um Mitternacht im Park. Glaubst du, du könntest mir hier einen Halbtagsjob besorgen? Nefertina, halt, halt! Was ist, Amon? Kimas hat das Ketchup vergessen. Was ist denn passiert, mein Prinz? Wir müssen uns unterhalten. Ras hat recht. Ich glaube, wir können Kimas nicht vertrauen. Ich werde doch meinen eigenen Neffen noch kennen. Kimas mag dein Neffe sein, aber er ist auch Araks Sohn. Schon vergessen? Kimas wird das Richtige tun, selbst wenn es sein eigener Vater nicht versteht. Es gab mal eine Zeit, da hättest du das auch von deinem Bruder gesagt. Aber Arak hat sich gegen dich gewandt. Um einen Pfeil gerade abzuschießen, brauchst du einen starken Arm. Aber auch ein starkes Herz, um ruhig zu zielen. Einen starken Arm hat Arak, aber sein Herz ist schwach. Zu schwach, um dem Bösen zu widerstehen. Und darum hasst er mich. Weil deine Stärke ihn natürlich an seine Schwäche erinnert, Jakal. Halten wir die Augen auf. Kimas bringt vielleicht seine Freunde mit. Vertrau mir doch ein wenig, oh Prinz. Mein Vater bewahrt sein Skorpion-Amulett in einem von Scarabs Verstecken auf. Zeig es uns, den Rest erledigen wir. Scarab lässt das Versteck gut bewachen. Ihr kommt da nicht rein. Aber ich kenne einen geheimen Eingang. Gehen wir zu zweit. Die ganze Sache stinkt gewaltig. Du läufst in eine Falle, Jakal. Falls du recht hast, will ich außer mir niemanden gefährden. Ihr bewacht Prinz Rapsis und folgt uns nicht. Ich hole das Amulett mit Kimas. Nein, geh bitte nicht, Jakal. Ich weiß, dass du Kimas nicht traust, aber vielleicht ist es ja gar kein Misstrauen, sondern Eifersucht. Ich soll auf Kimas eifersüchtig sein? Niemals. Aber ich sag dir nochmal, du darfst ihm nicht trauen. Kimas muss die Chance kriegen, seine Redlichkeit zu beweisen. Selbst wenn mein verehrter Pharao es nicht versteht. Wo ist nun der geheime Eingang? Einen Moment noch, Jakal. Falls es Ärger gibt, möchte ich lieber vorbereitet sein. Du musst deine Rüstung ablegen, bevor ich das Skorpion-Amulett zerstöre. Sonst fliegst du auch durch das westliche Tor. Wäre dir das nicht egal? Du bist mein Neffe, Kimas. Und wir sind nach 3500 Jahren endlich wieder zusammen. Ich möchte dich nicht wieder verlieren. Ich glaube dir fast, Onkel. Hier geht's in einen Tunnel, der führt uns in Scarabs unterirdische Festung. Gut gemacht, Kimas. Dein Vater ist vielleicht nicht stolz auf dich, aber ich schon. Da ist kein Tunnel. Was hast du getan, Kimas? Überraschung, Überraschung. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, Jakal. Aber Kimas ist schließlich doch mein Sohn. Ich habe dir vertraut, Kimas. Du warst schon immer ein Narr, Bruderherz. Haltet ihn auf! Wir sind gleich da. Da vorne ist es. Aber, mein Prinz, Jakal hat uns befohlen, ihm nicht zu folgen. Ihr folgt ihm in Wirklichkeit nicht, sondern ihr folgt mir, dem Pharao. Und ich folge Jakal. Also, Bruder, glaubst du immer noch, du bist besser als ich? Was denn, darum geht es dir, Vater? Um deine Eifersucht auf Jakal? Worum's sich hier dreht, das geht dich nichts an, Kimas. Du hast mir immer erzählt, wie Jakal dich betrogen hat und was er alles Böses getan hat. Jakal hat nicht den Mut, irgendjemanden zu betrügen. Niemals. Nein, nicht mein Bruder, nicht der gute Jakal. Du hast nicht den Mumm, dir zu nehmen, was du haben willst. Aber ich schon. Mach mit mir, was du willst, aber halte Kimas da raus.
Zwinge ihn nicht, deinen Weg zu gehen, den Weg des Bösen. Kimas gehört mir und er tut, was ich ihm sage und er wird zu dem, was ich aus ihm mache. Nein, Vater, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Du hast mich nie so geliebt wie ein Vater seinen Sohn. Ich war für dich nur Mittel zum Zweck gegen Jakal. Du wirst genau das tun, was ich dir sage. Oder hatte ich die Schwäche meines Bruders etwas schon angesteckt? Ich hasse diese Vater-Sohn-Zankereien. Wirklich. Ich werde dich einfach selber erledigen, dann haben wir es hinter uns. Nein, nicht! Jetzt kriegt er richtig Ärger. Denn das ist bereits das zweite Mal gewesen. Jakal hat meinen eigenen Sohn gegen mich aufgehetzt! Lauf jetzt, Kimas! Ich halte zu dir, Onkel. In das Fort den Weg abschneiden! Du bist auch zu gar nichts zu gebrauchen. Halt hier an! Dem Signal nachzuurteilen, müssen wir genau über Jakal sein. Haben wir ihn überfahren? Vielleicht hast du es falsch abgelesen. Ich habe mich noch niemals geirrt. Jakal ist hier. Ja, aber wo denn? Da unten ist er. Mit der Kraft des Ra! Ich werde die Brüder aufhalten. Gute Arbeit. Jetzt lass uns bei dem Spaß unten mitmachen. Greift an! Jetzt bist du endgültig dran, Bruder! Bald bin ich ein Einzelkind. Das war immer mein Wunsch. Nein, Vater! Weißt du, als Sohn bist du eine richtige Enttäuschung. Aber meine Enttäuschung wird bald ein Ende haben. Du hattest so viel, aber du wolltest alles haben. Jakal war mir ein besserer Onkel als du jemals, Vater. Nein, nicht Kimas! Tut mir sehr leid, Vater. Kimas, du trägst noch deine Rüstung. Du wirst mit Arak zurückgeschickt werden. Es geht nicht anders. Ich schlage vor, dass wir gehen. Ausnahmsweise mal ein vernünftiger Vorschlag. Oh, Jakal, du bist ja verletzt. Die Zeit wird es schon heilen, mein verehrter Prinz. Tut mir leid, dass ich Kimas nicht vertraut habe. Vielleicht war ich wirklich eifersüchtig. Ich habe mich in ihm getäuscht. Eine Weile hat sich Kimas in sich selbst getäuscht. Aber am Ende fand er die Stärke seines Herzens. Gehen wir nach Hause, mein Prinz. Ein Gutes hat es, wenn man eine Mumie ist. Man besitzt immer reichlich Bandagen. Ich versehe diesen Pfeil mit den Gefühlen meines Herzens. Mit der Liebe für meinen Neffen. Und auch für meinen Bruder. Schick ihn für mich durch das westliche Tor. Das ist schwer. Die besten Dinge sind immer schwer. Ziele mit deinem Herzen, mein Prinz.
Junge namens Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karab jagt nun Tag und Nacht an ihm. Doch Presley hat vier Leibwächte, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren. Er hat die Mumien, sie schützen Amts ins neue Gestalt. Er hat die Mumien, den San Franciscos Bucht bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Von Jahren alt. Er hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht halt. Er hat die Mumien, na der Golden Gate bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn die wissen Bescheid, die Wahrheit.